Hallöchen Radsportfans und herzlich willkommen zurück in unserer Pro Cycling Karriere mit Bernaino, wo wir der frisch gebackene Sieger von der Route Poitou-Charentes, wie ihr hier eben gerade rechts noch sehen konntet, sind. Durch einen kleinen Clou, dass wir nochmal ausgerissen sind und uns eine Zwischensprintwertung geholt haben. Wichtige News gibt's immer noch nicht. So, wir setzen jetzt mal weiter. Ist gleich Monatswechsel in der nächsten Stufe. Vuelta läuft gerade, Deutschlandrundfahrt läuft auch gerade. Stimmt, wir sind jetzt hier dann schon beim Hügeltraining. Das ist dann das nächste, was ich pushen wollte. Wenn wir denn ein neues Team finden, noch haben wir keins. Geht das im September überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich. So, läuft im Moment nur noch die Vuelta. Und da ist der Monat rum. Unsere Erschöpfung ist auch so gut wie wieder weg. Boah, er war richtig Punkte bekommen. 78. Auch sehr nice. So, genau. Hier konnten wir uns jetzt nochmal nicht verbessern, aber wir könnten jetzt schon die ersten World Tour Rennen fahren. Und in der 10. gibt es dann wieder Verbesserungen. Aber wir haben jetzt hier unseren Fähigkeitenpunkt bekommen und lang, lang ist es her, dass der Tom das erwähnt hat. Und das werden wir uns jetzt gönnen. Der hatte nämlich gesagt, wenn man hier bei der zweiten Stufe ist, bekommt man einen Trainingspunkt mehr. Den gönnen wir uns doch jetzt hier. Und dann müssten wir ja rein theoretisch das Training auch wieder einstellen. So, das habe ich auch noch gar nicht gehabt. Da ist er dazugekommen. Voll geil. Aber das jetzt ist natürlich die Woche, in der wir schon drin sind. Hier haben wir auch noch mal eine volle Woche. Das ist ja mit 90% noch ganz gut. Ich denke mal, dann können wir uns hier noch mal den nächsten Hügel, um das noch schneller hoch zu pushen, gönnen. Das ist ja geil mit 5, ey. Danke, Tom, noch mal für diesen Tipp. Wunderbar. Ja, aber leider keine 5. Also, ne, weil da schon wieder die spezielle Vorbereitung ist. Das ist dann, glaube ich, bei der nächsten Trainingsstufe. Ja, hat uns jetzt nur einen gebracht. Und das baut leider ab. Aber das ist das, was ich als nächstes noch einmal pushen will, bevor ich halt Hügel mache. Also müssen wir das hier doch ein bisschen ummünzen. Das ist mir doch zu wenig. Dann kommt da nochmal Kopfsteinpflaster rein. Ne, warte mal. Er ist hier auf 89. Ja, Bis dahin werde ich das definitiv auch nicht schaffen. Nee, ich glaube, da mache ich es auch lieber so. Viermal Kopfsteinpflaster. Hier hält er sich auf 93. Hier ist er dann schon auf 94. 95. Ja, da müssen wir den leider hier wegnehmen, den Hügel. Genauso wie hier, damit ich Kopfsteinpflaster hochhalte. Und da ist ja dann nur noch mal Family angesagt. Also so lassen wir das Training jetzt bis zum Ende des Jahres. Und jetzt steht ein Rennen an, wo ich mir sogar ein bisschen was ausrechne. Danach kommt ein Flachrennen. Da gehen wir doch mal rein. Die beiden gönnen wir uns in dieser Folge. So, wir haben Missut dabei. Delacroix wieder dabei. Bonnafé, Urteil. Also eigentlich für so ein Mittelgebirgsrennen nicht so die Pornofahrer. Wir sind der Top-Favorit.
Interview mit uns gibt's nicht und der erwähnt uns hier auch nicht bei seinem Interview und ein Zoom auf uns gibt es auch nicht. Oh, da sehen wir uns gleich. Ladies and gentlemen, welcome. This morning, some of the riders were carrying wide smiles. It goes without saying that it was neither the sprinters nor those who prefer the flat. Yes, it was the climbers, and the reasons were obvious. With today's conditions, the spotlight will be on them. Und damit herzlich willkommen zum Lillehammers Classic. Wir sind der Top-Favorit und wir sind tatsächlich auch Kapitän. Das ist ja jetzt in unserem Team nicht unbedingt Standard, dass der beste Fahrer für die Etappe auch der Kapitän wird. So, der hat 67 am Berg. Ja, Mifsud war mir eigentlich schon bewusst, dass es der Beste ist. Bonhoeffer ist bis jetzt der Zweitbeste. Und der beschützt mich. Der beschützt Mifsud. Der hat immerhin noch 66. Der dürfte der schlechteste. Obwohl, nee. Was du? Bonhoeffer? Und der Delacroix, der holt dann Wasser und so. Und auf geht's. So, ist der Inno schon. Gar nicht so schlecht, wenn er erstmal in die Führung geht. Da kann er doch ruhig direkt in die Action Cam gehen. Dann sind wir mal von ganz von vorne dabei. Ah, Autos sind schon weg. Da sind die ersten drei unterwegs. Die werden auch schon verfolgt. Fällt sich das noch recht entspannt. Ja, sobald hier die Anfangsphase vorbei ist und wir uns unsere Leute gesammelt haben, werden wir setten bis hier hinten hin. Nicht schlecht, dass wir plus 2 bekommen haben, weil unsere Fitness ist schon echt schlecht. Weil ja gerade die Erholungsphase war. So, wieder ein Angriff. An attack is launched. Das fällt aber noch nichts gegen. Dann the gehen die nächsten. Has now got over a minute on the pack. Das mag aber das Fell nicht mehr. Und jetzt wird unser schönes Motorrad gerade vom Feld gefressen. So, Delacroix ist schon hier. Ein kleiner Tick zurück. Several riders are attempting to break away. Jetzt scheint es ruhig zu sein. So, mal schnell die beiden noch nach vorne, bevor es richtig steil wird. Falls wir das noch hinkriegen. Da vorne ist es schon so weit. So drängelt sich durch. The lead rider is now more than 2 minutes ahead of the peloton. Reicht. Und Bonhoeffer. Ja, er muss da dem einen noch mal hinten reinfahren. Und da haben wir alle zusammen und absenken. Auch wenn es hier recht steil ist. Das wäre ja schön, wenn wir hier mal wieder ein Rennen gewinnen könnten. Da, 5,5 Minuten. Es wird weniger. Noch haben wir 140 Kilometer vor uns. Wisst ihr ja immer selber, ich will natürlich bei meinem schwachen Team die nicht zu früh in die Führung schicken. Sonst habe ich hinten raus keine Helfer mehr. So, ein klein wenig geht es noch bergab. Dann wuseln wir uns mit Ino mal nach vorne ein bisschen. Wenn es überhaupt noch geht, weil das Tempo scheint ganz schön hoch zu sein.
Recept. Nee, ich warte noch mit dem Wasser. Nicht, dass ich zu früh das zweite Mal Wasser holen muss und dann nicht mit dem zweiten Mal Wasser holen ins Ziel komme. So, jetzt kann's mal los. Ich bin ja ganz ehrlich, ich bin so happy, dass ich plus 2 gekriegt habe. Ich habe eigentlich eher mit mindestens Minus gerechnet. Eigentlich eher so mit minus 2, minus 3. Aber vom Abstand her sind wir immer noch gut im Zeitplan. 84 Kilometer durch gerade, 3,5 Minutos. Sehr schön. Mal kurz gucken. Der hier. Und er am besten. In Gruppe 3. In Gruppe 2 und den Misut und mich packe ich mal in Gruppe 1. So, je nachdem wie schnell die fahren, war ja schon mal die wichtige noch 99. Klein wenig noch, bevor wir Wasser holen. Da, jetzt los. Da vorne ist schon das Tourfahrzeug. Jetzt gleich nach oben. So, die beiden rein. Nee, nicht Bonafort. Delacroix bewacht mich. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Yeah, a couple of nicht. Teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Ja, das können die beiden auch gar nicht lange machen. Das ist jetzt die Frage, wo ich überhaupt was mache. Ganz am Ende ist auch sehr, sehr steil. Allerdings haben wir jetzt dann gleich auch den Berg hier, der auch schon relativ steil ist. The pace seems much too high for many riders. Tja, er hat mal richtig viele abgehängt. 4,20 hier nur noch in der Gruppe. Bonafach sogar abgehängt.
aber der ist auch wieder da. Da kommt er. Ich bin ganz ehrlich, ey, jetzt kenne ich die auch schon mal rein. Du brauchst keinen mehr beschützen. Die No fährt ein bisschen weiter vor. Geht, er kommt hier mit 85 noch nicht mal vor. This climb features some dreadful percentages. Alte Kacke. There's a breakaway in the leading group. Alter, da komme ich gar nicht ran. Heftig. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Du musst raus. Du musst auch raus. Boah, Bonafar hängt hier hinten rum. Die ist gleich nach vorne gefahren. Rausgenommen. Mifsud ist fertig. Ino ist gleich fertig. Alter. Hat die denn da für ein Tempo? Alter, ist das übel. The rider is looking to give the pack the slip. Alte Scheiße. Das ist natürlich übel. Aber gut, Ino ist halt auch nicht fit. Darf man nicht vergessen. Greifen die alle nochmal an. The riders are entering the last 15 kilometers of the stage. Lala. And he moves on to the attack. It could be decisive. Ich meine, vielleicht kommen wir ja noch ran. The riders are in a portion above 10%. 10 kilometers remaining. Things are hotting up at the front. Those guys up front aren't going to be making too many friends today. Der geht da vorne aber auch ab, ne? Ich will mich halt auf jeden Fall noch ein bisschen zurückhalten. Ah, es sind jetzt schon fast 2 Minuten nach vorne. Ist er wahrscheinlich zu unfit, der Ino. Jetzt sind es über 2 Minuten. The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. So, und jetzt probieren wir es doch nochmal irgendwie ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Mach mal den Wusler an. Die beiden sind fertig.
So, unter 4 Kilometer. Abfahrt war richtig roter Power hier. War keine Chance da noch ranzukommen. That's just fantastic. He really was the strongest in the leading group. Aber naja, mit der schlechten Fitness immer in den siebten eingefahren. Ich hätte mit den Angriffen nicht mitgehen können. Da war mein Balken gerade komplett weg. So, ihr alle für euch alleine fahren. Da kommen immer noch welche. Na, manche sind noch nicht mal über die letzte Spitze hier rüber. Manche? Der gerade gesehen sozusagen fast alle. Jetzt sind alle drin. Naja, für ihn ja eigentlich ganz schade, ne? Der war so weit vorne weg. Hat er wahrscheinlich ein bisschen zu viel gepowert. Das können wir uns wieder schenken. Tja, hat es leider wieder nicht mit dem Sieg geklappt. Dadurch kriegen wir auch wieder keine Punkte. Komm, die Nachricht machen wir jetzt mal weg. Ja, so, und jetzt als nächstes kommt ein Flachrennen. Bin mal gespannt, wie viel Frische wir da mit reinnehmen können. Eigentlich haben wir erst am Ende des Rennens was gemacht, aber das hier, daran wird es eben gerade gelegen haben, zu schlechte Fitness. Ja, hier sind wir natürlich auch bei den Favoriten nicht mit dabei und das ist sogar Kopfsteinpflaster. Na, da können wir uns wahrscheinlich absolut gar nichts ausrechnen. Bis gleich. Hello and welcome. It's a difficult race with several cobbled sections. The bikes will be severely tested. Oh, dann herzlich willkommen zu diesem Kopfsteinpflasterrennen. Wir werden sicherlich Arbeit machen müssen, ne? Ja, ist auch völlig akzeptabel. Wenn wir am Kopfsteinpflaster nichts können, dann können wir auch direkt loslegen. Über 200 Kilometer. Ja, Saino vorne. Und da gehen die Angriffe los. An attack is launched. Ah, den nächsten weg. Noch darf ich hier mit meinen 40 führen. Der will auch noch los. Und die nächsten beiden. Na, Born von uns ist auch dabei. Aber hat er nicht irgendwie dämlich gerade die Anweisung gegeben? Ist ja auch egal. Die sind jetzt weg. Der kommt das erste Mal Kopfsteinpflaster. Die nähern sich den 3 Minuten. Wir haben unsere 25% voll. Ja, den machen wir schon mal 45. Großen Schritt noch die 5 Minuten zu. 50%, ich fahre jetzt auch 50. Ich muss mir hier keine Energie aufsparen. Oh, es ist denen schon zu weit weg. Ja, selbst mit 75 kommen wir da vorne erstmal nicht mehr ran. Kommen wir mal noch schneller. Ja, denn hier müssen wir schon außergewöhnlich mitnehmen. Zu 65. Puh, einer von uns gestürzt.
Nee, ich wollte gerade sagen, ihr habt es schon gesehen, der Abstand wurde wieder größer. 85, so, 70, geht denn 70 noch? 75% haben wir. Da sind die 100 voll. So, jetzt noch ein bisschen so mitführen. Auf unser außergewöhnlich kommen. Kilometer haben wir mittlerweile zusammen. Na, ich glaube, das reicht für außergewöhnlich. That looks like a really bad fall. It's a shame, but he's not going any further. Da muss einer jemand das Rennen beenden. Und da passiert schon das nächste. There's a mass crash in the pack, but it doesn't look too serious. Massensturz. Sie sind schon mit 75 bei mir nicht mehr so ganz einverstanden. Wie viele Kilometer haben wir denn jetzt? Immer noch 3,30. Was sagen, ey, no lose. Leg mal noch ein bisschen drauf hier. Ja, jetzt bist du lang genug gefahren. Kannst dich wieder entspannen. Ja, gleich Geld weggerauscht ist, als wir über dieses leichte Kopfsteinpflaster rüber gefahren sind. Gleich haben wir die Hälfte rum. The rider has fallen and he's not getting back up. It looks like he'll have to abandon the race. Ey, der nächste, der ausgefallen ist. Radio Tour has announced a flat tire for a rider. An einem Platten. Wieder einer zurückgefallen. Also noch geht's nach Bonn nach vorne ganz gut in der Gruppe. So, zack, fällt auseinandergerissen bei dem kleinen Hügel. 30 Leute nur drin noch. Oh, sind wieder zusammen. Zack, wieder auseinandergerissen. Ja, Windkante. Der sieht aber bestimmt aus dem Hubschrauber gut aus, ey. Oh, richtige Perlenkette ist es noch nicht. Rider is down and he's not going to be able to carry on. Let's hope it doesn't jeopardize the rest of his season. Der nächste sich die Knochen gebrochen. Na, die Elf da vorne, die halten hart gegen. Jetzt geht bei unserem Narbonne auch so langsam der Gelbe weg. Ich hoffe, dass sich einer von uns einigermaßen platziert, damit ich noch dieses gute Wasserträger, besser Wasserträger, meine ich, bekomme.
wir es wahrscheinlich nicht mit dem Ziel schaffen. Wir sind quasi die ganze Zeit aus dem Sattel. It's a puncture! Wasser will auch keiner holen? Ich meine, ich hab noch ein bisschen. Ihr habt alle gar keins mehr. Und ich glaube nicht, dass ich es nochmal schaffe, für alle Wasser zu holen. Das auf keinen Fall. Na, jetzt holt einer Wasser. Ah, hier können wir durchseppen. Da vorne ist die Gruppe. Wird es wohl nicht schaffen. Kommen wir auch zum Schluss nochmal Kopfsteinpflaster, ne, oder? Ja, so ein klitzekleiner Bereich. A fall just took place in the pack. Several riders are on the ground. Oh ne, zweimal noch. Das zweite sieht man in der kleinen Karte gar nicht. Na, für Ino war es das gleich. Und da ist er fertig. Several riders are attempting to break away. Muss ich auch gar nicht mehr anstrengen. The current pace is a bit too docile for some riders who are looking to create a breakaway. Kilometers remaining. None of the favorites is giving an inch. So, kriegen wir vorne ein geiles Motorrad. Na, hier sind die letzten 5 von der Gruppe. Das ist hinterm Feld. There's a report over the radio of a rider coming off his bike. Das ist leider im Feld. But apparently he's back in the saddle. Das Motorrad direkt vorne vom Feld kriegen wir nicht. Vielleicht bringt das hier uns ein paar schöne Ansichten, wenn jetzt das Feld gleich an denen vorbeischießt. Oh, ist er wieder im Feld. Tja, das Motorrad hat sich jetzt auch verabschiedet. Ja, wir haben keins mehr. Wenn ich jetzt den nehme und einen Hubschrauber, dann kann man wenigstens ein bisschen was sehen, aber nein, die Kamera ist schon wieder auf mich. Da bleibt eigentlich nur noch eins. Zielcam. Die, die ja jetzt alle durch sind, müssen aber noch eine Runde. Hennekin. Ich denke mal noch mit einer der besten Chancen bei uns hat es jetzt gestürzt. Da hinten kommen sie wieder. Anakin konnte im Feld bleiben. Ja, danke, sagt er nochmal. Puncture! The rider will have to burn some energy to get back into the pack. Der Ino hält sich auch noch in A1. Das ist der Sieg. Victory right on the line. A real show of power. Nee, er gehörte nicht dazu. Da, da. The riders bringing up their rear have made it through sheer willpower. This stage was a real strength sapper. Ja, von uns ist niemand dabei, also gibt's auch leider den besten Wasserträger nicht. Kamera wird es wahrscheinlich auch nicht geben. So, der gehört noch nicht dazu. Da sind die ersten. Ja, bei den dreien war es richtig knapp.
gedacht, da sind wieder wir im Bild. Das ist natürlich uninteressant. Ja, immerhin haben wir unser außergewöhnlich bekommen für unsere Arbeit. Und dann haben wir auch hier schon wieder das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Bis denn und ciao.